Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben schon verschiedentlich in den letzten Monaten Predigten zum Thema Heiligung gehört, darüber, wie es funktioniert, was es heißt, die Nähe Gottes zu suchen und indem wir ihn heiligen, dass wir selber dann in der Heiligung vorankommen. Heute in dieser Predigt wollen wir einmal darauf schauen, was es heißt, was man nicht tun soll. Was man als Christ wirklich tunlichst lassen sollte, weil diese falschen Verhaltensmaßnahmen Dinge die Heiligung behindern bzw. verhindern. Und darüber spricht die Bibel ausführlich, dass zwei ganz besondere Männer des Glaubens, die ganz tief drin standen, ganz besondere Männer waren, eben Gott dann an einem gewissen Punkt ihres Lebens nicht geheiligt haben, nicht auf Heiligung geschaut haben, sondern auf andere Größen. Und das hatte furchtbare Konsequenzen für sie. Wir wollen hören auf einen Text aus 4. Mose 20, die Verse 2 bis 13. Und die Gemeinde hatte kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach: Ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen: Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron: weil ihr nicht an mich geglaubt habt und nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns für diesen Sonntag eine schwere Geschichte, eine harte Geschichte aus deinem Wort. Und doch können wir vieles daraus lernen, können wir etwas daraus gewinnen für unsere Heiligung. Aber nur dann, wenn du dieser Predigt über dieses Wort deinen Segen schenkst. Wenn du selber durch und in deinem Heiligen Geist jetzt bei uns bist und uns ansprichst. Und darum wollen wir bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Mose und Aaron bekommen hier einen ganz massiven Vorwurf gemacht von Gott. Sie haben nicht geglaubt und sie haben ihn nicht geheiligt. Ihn, den allmächtigen Gott. Und deshalb dürfen sie das gelobte Land nicht betreten. Das ist der Fehler. Sie haben Heiligung nicht betrieben und müssen die Konsequenzen tragen. Ich habe sie eben begrüßt mit diesem Wort aus dem Hebräerbrief: Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und ohne die Heiligung kam Mose und Aaron eben nicht ins gelobte Land. Wir wollen schauen an dieser nicht direkt an allen Stellen direkt verständlichen Geschichte, was denn die Heiligung verhindert hat, wo das Problem hier gelegen hat, was denn die Fehler gewesen sind, die Mose und Aaron getan haben, auf das wir davon lernen
damit wir diese Fehler nicht tun. Ich habe 5 Dinge mitgebracht, wodurch Heiligung verhindert wird. So habe ich die Predigt überschrieben, wie Heiligung verhindert wird. Erstens, Heiligung wird durch die Orientierung am Irdischen verhindert. Zweitens, Heiligung wird durch die Ausrichtung des Dienstes am Menschen verhindert. Heiligung, drittens, wird durch den Zweifel am Wort Gottes verhindert. Viertens, Heiligung wird durch den Ungehorsam gegenüber Gottes Wort verhindert. Und fünftens, Heiligung wird durch das Mitgehen falscher Wege verhindert. Das Erste, Heiligung wird durch die Orientierung am Irdischen verhindert. Die Israeliten, das Volk, sieht nur ihr Problem. Wir haben kein Wasser mehr. Jetzt ist es legitim, Gott um etwas zu bitten. Gar kein Problem. Wer heute Losung und Lehrtext gelesen hat, der weiß, dass das sogar gefordert ist. Nicht? Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen und sollen um alles bitten. Aber was uns nicht gestattet ist, vor diesem Gott zu murren und ihn anzuklagen, nicht? Die klagen ja direkt, also Mose sprechen sie direkt an, aber die meinen Gott nicht. Sie haben gegen ihn gemurrt, gegen ihn gehadert, so hält es Gott zum Schluss fest, nicht? Das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten. Die hatten nicht das, was sie irdisch wollten, und haben sie angefangen zu hadern, zu murren. Und das Schlimme ist, dass Mose und Aaron sich das gemein machen, sich zu eigen machen. Was haben die nicht alles erlebt? Diese Situation haben die alle schon gehabt, nicht? 2. Mose 17. Da haben sie gelagert in Rephidim. War auch kein Wasser. Ist Mose hingegangen, hat er mit dem Stock geschlagen, aus dem Fels quoll das Wasser raus. Die haben doch erlebt, wie groß Gott ist. Und genau in derselben Situation fangen sie jetzt an zu hadern. Die haben nichts verstanden. Die gucken nur aufs Irdische. Die richten sich nicht an Gott aus, sondern orientieren sich am Irdischen, was ihnen fehlt. Und das machen sich Mose und Aaron zu eigen. Kommen wir gleich im 5. Punkt nochmal drauf zurück, halt nicht, was es dann auch heißt, mit dem falschen Murren mitzugehen. Aber das ist das, was die hier gemacht haben. Die haben gemurrt. Mose und Aaron scheinen davon was gewusst zu haben, denn sie gehen gar nicht ins Zelt hinein. So heißt es hier in der Geschichte. Die bleiben draußen vor, an der Schwelle. Normalerweise ist Mose im Zelt, wenn er Umgang mit Gott hat. Aber da versperrt die Heiligkeit Gottes ihm den Zugang. Der kann gar nicht rein. Weil mit diesem Murren im Herzen, mit dieser Orientierung am Diesseitigen, nicht mit diesem haben wollen, wir brauchen doch jetzt halt nicht, da hast du bei Gott nichts zu suchen. Die Bibel sagt das ganz deutlich. Ihr empfangt nichts, weil ihr mit eigensinnigen, irdischen, so könnte man sagen, Herzen bittet. Weil euch nicht orientiert an mir, sondern weil er mich als Mittel zum Zweck missbraucht. Wenn es nicht richtig läuft, dann sind wir am Murren. Vielleicht nicht ganz so wie die Israeliten, die das auch verbalisieren, die das aussprechen und rausschreien, aber so in unserem Herzen schon. Aber ganz gleich, ob wir es aussprechen oder ob wir es für uns behalten, wenn wir es nur denken, dann ist das Murren gegen Gott. Wenn wir uns orientieren am Irdischen und das nicht ganz genau kriegen, wie das denn läuft, nicht zu sagen, und dann gegen Gott so ein Stück weit, ja, wieso denn, warum denn halt nicht so aggressiv, dann bleiben wir in der Heiligung stecken. Ja, in der Wüste brauchst du Wasser. Das ist nun wirklich keine großartige Neuigkeit halt nicht. Das brauchst du zum Leben in der Wüste. Aber das weiß doch Gott. Das weiß doch Gott. Und er hatte sie bisher mit allem versorgt halt nicht. Und trotzdem ist es ihnen nicht gelungen, auf ihn zu gucken, der ihnen das Manna gab, der ihnen die Wachteln gab, der immer wieder schon hat Wasser sprießen lassen. Sondern sie bleiben am Irdischen und sagen, jetzt schaffen wir es nicht, wie furchtbar hier, sehen nur, was vermeintlich nicht da ist und fangen an zu murren. Und diese Orientierung am Irdischen, die sich Mose und Aaron gemein machen, die verhindert Heiligung. Das ist das Erste. Heiligung wird durch Orientierung am Irdischen verhindert. Und wenn du im Glauben nicht weiterkommst, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass du dich zu stark am Irdischen orientierst. Auf das vermeintlich, was so lebensnotwendig ist, nicht? Was so dein vermeintliches Wasser in der Wüste ist. Da darf ich sagen, kümmere dich nicht um das Wasser, kümmere dich um den, der das Wasser selbst aus Felsen gibt. Komm weiter in deiner Heiligung, indem du lässt von dem Irdischen und guckst auf den Allmächtigen. Ein zweites, wodurch Heiligung verhindert wird, Heiligung wird durch die Ausrichtung des Dienstes am Menschen verhindert. Das ist eine ganz wichtige Geschichte für jeden Kirchenvorstand und erst recht für jeden Pastor und für jede Landeskirche und für jeden Bischof. Heiligung wird durch die Ausrichtung des Dienstes am Menschen verhindert. Das ist eine ganz kleine Feinheit hier, nicht? Hier sagt Gott zu Mose,
sage zu dem Felsen. Nicht sage zu dem Volk, sage zu dem Felsen. Der hat das ganze Volk versammelt und dann kriegt er den Auftrag, dass er mit dem Felsen sprechen soll. Was macht Mose? Mose spricht mit dem Volk, spricht nicht mit dem Felsen. Da würden wir doch alle sagen, ist doch verständlich, du kannst ja nicht mit so einem toten Gestein sprechen, halt nicht. Da sind doch die Adressaten, die können hören. Aber Gott hat anderes gesagt, sprich mit dem Felsen, richte dich bloß nicht an diesen Typen da aus, halt nicht. Das sind eine Masse von Sündern und Murrenden. Sprich mit dem Felsen, das ist das Entscheidende. Übrigens eine ganz tolle Sache, wenn man die Bibel kennt und ihr, die ein bisschen tiefer drin seid, wisst das, 1. Korinther 10, 4 und 5, da wird deutlich gesagt in Bezug auf diese Stelle und 2. Mose 17, dass dieser Felsen hier Christus ist, verborgen im Alten Testament halt, nicht? Dass da, wo Mose das Wasser rausgemacht hat, dass das Christus ist. Und das ist ein ganz tiefes, was die Bibel uns hier offenbart. Die sagt, orientiert euch nicht an den Menschen in eurem Dienst, orientiert euch am Felsen. Wir haben vor einigen Wochen hier eine Predigt gehört über den Felsengrund, den Eckstein, der gelegt ist, Jesus Christus halt, nicht? Orientiert euch an dem. Wir dürfen uns in unserem Dienst niemals ausrichten an den Menschen, was die haben wollen. Niemals. Es gibt etwas, was Dietrich Bonhoeffer, der große Theologe und Märtyrer der protestantischen Kirche, geschrieben hat, was in der Folge falsch verstanden worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hat geschrieben, Kirche für andere, Kirche für die Welt. Und daraus ist der ganze Mist rausgekommen, den wir in der EKD erleben. Braucht man sich nur den Kirchentag in Stuttgart angeguckt zu haben, der gelaufen ist vor einigen Wochen. Wir sind nicht Kirche für die Welt, wir sind nicht Kirche für andere. Kirche sind wir für Jesus Christus, ihm geben wir die Ehre. Ob wir hier mit 2 Leuten sitzen oder mit 2000 oder mit 200, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind zu seiner Ehre Kirche, wir sind zu seiner Ehre da und in unserem Dienst haben wir nur auf ihn zu gucken und uns nicht auszurichten an den Menschen. Nochmal, Mose guckt auf die Menschen, spricht mit ihnen, kommuniziert mit ihnen, statt mit dem Felsen zu sprechen halt, nicht? Mit dem Felsen. Und wenn das 1000-mal vermeintlich keinen Sinn macht, wir müssen uns doch orientieren an der Welt, sonst geht euer Laden unter. Leute, genau das ist die Sache. Wir orientieren uns an der Welt. Und deshalb geht evangelische Kirche so den Berg runter. Und das Schlimme ist, die ganzen freien Gemeinden, oder viele von denen machen momentan mit, Thema Gesellschaftstransformation. Nicht mehr gucken, was sagt uns das Wort, was müssen wir tun zur Ehre Gottes, ob es der Welt gefällt oder nicht, sondern das ist heute so eine ganz neue, moderne Theologie. Wir müssen erstmal gucken, unser Umfeld sondieren und durch unser Leben, durch unsere guten Taten verändern wir dann die Menschen und wenn die verändert sind, dann werden sie irgendwann auch fragen, warum seid ihr denn so gute Heilsbringer, was macht euch denn aus und dann werden wir von Jesus sprechen. Das ist eine furchtbare Irrlehre halt, die sieht so schön aus, das ist so gut gemacht halt, so gut gemeint, aber so schlecht gemacht. Das ist keine Heiligung. Heiligung erzielen wir dadurch, indem wir den Felsen ansprechen, beim Felsen sind, bei Jesus Christus und uns nicht an den Menschen orientieren. Dafür wird Mose hier verurteilt. Er kriegt einen klaren Auftrag, nicht mit den Menschen sprechen, sprich mit dem Felsen halt. Und für unseren Dienst ist es immer nur wichtig zu hören, Gott, was möchtest du für mich? Was möchtest du für meinen Dienst als Pastor? Was möchtest du? Ich bin dein Knecht, nicht was die Menschen wollen. Das wird ganz schlimm, wenn ich irgendwann hier auf diese Kanzel komme und so nach dem Motto, ich mache hier mal so eine Meinungsumfrage, was möchte denn die St. Martini-Gemeinde hören? Macht unsere EKD immer, alle 10 Jahre machen die Umfragen, nicht? Fremde Heimatkirche und wie das ganze Krempel heißt, zu gucken, was braucht denn die Menschheit, nicht? Was brauchen unsere Kirchenmitglieder? Und das wollen wir ihnen geben. Dann ist Anfang vom Ende, dann ist Anfang vom Ende, das ist immer so, wenn man danach fragt, was die Menschen wollen. Nochmal, dass wir Nächstenliebe üben sollen, das hat damit nichts zu tun, dass wir Menschen helfen sollen, auch gar keine Frage. Aber in unserem Dienst, in dem, was wir zu sagen haben, in dem, was wir zu machen haben, müssen wir als Verantwortliche uns immer wieder am Felsen Jesus Christus ausrichten, nicht an den Menschen. Wir haben es hier erlebt in Bremen vor einiger Zeit, ich sage das auch ganz deutlich, ob das jetzt den Leuten gefällt oder nicht, da hatten wir von der Bremischen Allianz so eine Geschichte, die hieß Serve the City, das ist so Gesellschaftstransformation, Serve the City, diene der Stadt. Da wurde das Konzept vorgestellt und dann wurde dann gesagt, ja, wir sollen hingehen und uns so als alle Gemeinden hier so ein bisschen einbringen in soziale Projekte. Wir sollen hingehen in der Schule, die Räume umsonst streichen, Fußballplätze, den Müll wegsammeln und so weiter. Alles machen, da waren alle sozialen Dinge offen, Cafés eröffnen und sowas, Leute einladen. Nur eine Sache sollte man nicht mehr machen. Das war ganz deutliche Maßgabe. Nicht von Jesus sprechen. Das war verboten. Ich habe gesagt, tickt ihr noch ganz richtig? Wie soll das denn sein? Wir wollen als evangelische Allianz raus, aber es ist verboten, von Jesus zu sprechen. Das war die Maßgabe bei diesem Programm. Wenn wir mal gefragt werden, dann eventuell, aber wir wollen nicht missionarisch sein. Nicht? Das ist Gesellschaftstransformation. Gucken, was die Leute wollen. Irgendwie so gut Freund machen mit denen.
Der Prophet Jesaja, nicht, der kriegt einen Auftrag, nicht diese tolle Berufungsgeschichte halt. Jesaja 6, nicht, wo der Herr fragt, wen soll ich senden? Und er sagt, sende mich. Und dann sagt er, geh hin zu diesem Volk, nach Jerusalem, nach Judäa, predige, damit sie nicht verstehen, damit sie verstockter werden halt, nicht, noch brutaler dagegen halten, nicht, damit sie eines Tages im Gericht richtig vor Gott gestellt werden. Das ist der Auftrag von Jesaja und den zieht der Knall halt durch. Wenn der gesagt hätte, Gott, nee, habe ich keinen Bock drauf auf diesen Auftrag, nicht, ich gehe mal lieber hin, erzähle ihn genau wie die anderen Lügenpropheten die Geschichten, dann wäre er verworfen worden. Wir müssen uns ausrichten in unserem Dienst nicht an Menschen, sondern an Gott. Und das gilt nicht nur für einen Pastor, das gilt nicht nur für eine Kirchengemeinde, für einen Kirchenvorstand, das gilt auch für dich privat. Wenn du in deinem Umfeld bist halt nicht, so nach dem Motto, abends bei der Grillabend, nicht, ist ja wieder demnächst schönes Wetter hoffentlich halt nicht, dann sitzt man und dann ist man eben nicht nur mit Menschen zusammen, die eben den Heiligen Geist haben, da sind auch weltliche Menschen dabei halt nicht. Und wenn man dann anfängt, so nach dem Motto, sein Reden über Gott dem anzupassen, was die Menschen da sagen, oder hören wollen, oder wie es vielleicht für die angenehm ist. Glaubt mir, das darf ich euch sagen, als jemand, der Evangelisation betreibt, der auch wirklich Menschen anspricht auf Jesus Christus. Manche brauchen die ganz brutale Keule halt, nicht? Und das, was uns Leute erzählen, man darf nicht zu hart und sonst irgendwas, nicht? Lasst das bloß bleiben. Das, was Gott euch gibt und das, was richtig von der Schrift ist, das tut. Fragt immer den Felsen, immer Jesus Christus, sprecht mit dem und nicht mit dem Volk. Wenn ihr das tut, wie Mose, dann verliert ihr eure Heiligung. Das ist ganz wichtig. Und nicht denken, wir müssen hier auch, das ist so eine Sache in der Kirche, ergebnisorientiert arbeiten. Nicht? Das sind da alle klatschen. Immer schwierig, glaubt mir eins, wo klar Wort Gottes verkündigt wird, klatschen nicht alle. Da steht die Hälfte aus, geht raus und sagt, den müssen wir aufhängen oder das ist furchtbar. Eine andere sagt, das ist das Wort Gottes halt nicht. Wir arbeiten nicht ergebnisorientiert im Reich Gottes, wenn wir zu Jesus gehören. Wir arbeiten auftragsorientiert. Der Herr gibt einen Befehl, der sagt uns, was dran ist. Ergebnisorientiert arbeiten heißt, wir fragen mal das Volk. Was will denn das Volk? Was sagt uns denn die Gemeinde nicht? Was wollen denn meine Gemeindeglieder, meine 1270 Schäfchen? Wir machen mal eine Umfrage. Nein, immer fragen, was möchte Gott? Heiligung, das ist das Zweite, wird durch die Ausrichtung des Dienstes am Menschen verhindert. Drittens, Heiligung wird durch den Zweifel am Wort Gottes verhindert. Das ist das Nächste, was Mose und Aaron hier falsch machen halt nicht. Der kriegt einen Auftrag und sagt, sprich mit dem Felsen und dann wird er Wasser hervorbringen. Und dann stellt er sich knallhart hin, Mose, der sonst so ein Starker ist, und sagt er vor dem Volk, nicht zum Felsen, sondern sagt zum Volk, werden wir wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Eine Frage. Hat dieser Gott es überhaupt drauf? Klappt es oder klappt es nicht? Nicht? Zweifelnd. Ich weiß es auch nicht, nicht. Sollte Gott gesagt haben, nicht? So kommt der Teufel immer wieder, nicht? Könnte ja sein, stimmt, sagt er zum. Oder stimmt auch nicht, nicht? Und so kommt hier Mose auch um die Ecke, ne? Der hat klar von Gott den Auftrag gekriegt. Sprich mit dem Felsen, dann gibt es das Wasser. Und der stellt sich knallhart vor das Volk und sagt, sollte das denn gelingen, dass hier Wasser hervorkommt aus dem Felsen halt? Wir haben am Mittwoch in der Bibelstunde darüber gesprochen, was Zweifel heißt im Jakobusbrief. Die Bibel warnt immer wieder vom Zweifel. Wenn du zweifelst, Heiligung null. Zweifel ist der Feind des Glaubens. Und die Bibel warnt immer und immer und immer wieder davor. Doch Gott sagt es hier, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Mose hat nicht geglaubt. Der hat nicht nur das ausgesprochen, der hat gezweifelt. Der dachte, vielleicht läuft es auf einmal nicht mehr, ne? Mit dem Stab. Hat er ja schon mal gemacht gehabt mit dem Stab, nicht? Draufgehauen. Vielleicht schläft Gott ja jetzt, vielleicht sieht er mich nicht. Da bin ich blamiert vom Volk. Na, besser schon mal einschränken. Könnte sein, es geht schief halt, nicht? So tritt er auf, hat gezweifelt. Keine Heiligung, weil du nicht geglaubt hast. Petrus auf dem See, Matthäus 14 halt, nicht? Solange er auf den Herrn Jesus guckt halt, nicht? Da kann er am Wasser gehen. Sobald er anfängt, so auf den Wind und das Meer zu gucken, Zweifel geht er runter. Fragt Jesus ihn, als er ihn rausgezogen hat, warum hast du gezweifelt? Warum das? Das kann es nicht sein. Und die Bibel sagt immer und immer und immer wieder, zweifelt nicht, nicht? Philipper 2, tut alles ohne Murren und Zweifeln. 1. Timotheus 2, nicht? Ich will, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zweifel. Der Hauptfeind des Glaubens, der Hauptfeind der Heiligung ist der Zweifel. Hierin liegt das größte Problem der Christenheit. Nicht der Hass der Atheisten, nicht der Spott der Feinde Jesu, nicht die Verfolgung durch die Welt. Nein, es ist der Zweifel an der Allmacht Jesu Christi selber, den wir in unserem Herzen tragen und den der Widersacher immer wieder schürt. Und damit blockieren wir so vieles im Reich Gottes, weil wir zweifeln. Und damit, wie gesagt, wird Heiligung auf Null gesetzt. Das kriegt Mose ganz klar hier präsentiert. Der hat gezweifelt, Heiligung auf Null. Und deshalb darf er auch nicht das Verheißene sehen.
Also sehen darf er später schon, er darf nichts auf den Berg gehen, aber er darf das Verheißene nicht betreten. Er darf nicht ins gelobte Land kommen. Auch das ist so etwas im alten Bund nicht. Auch da schon etwas für den neuen Bund vorgegeben. Wer nicht richtig glaubt, wer zweifelt in seinem Glauben, der sieht es nicht, das Verheißene, er kommt nicht hinein. Und hier können wir mal die Probe aufs Exempel machen an dieser Geschichte. Ob du ein Zweifler bist oder ob du gläubig bist. Ich gehe jetzt nicht durch die Reihen und frage das ab oder kann das irgendwie abchecken, aber du kannst dich selber prüfen. Glaubst du, dass diese Geschichte so wahr gewesen ist, wie sie hier steht? Dass Mose dann zweimal mit dem Stab drauf getickt hat, blub, blub, pfaff, und dann ist aus diesem Felsen Wasser geworden. Riesige Wassermassen, das über 100.000 Menschen und die Viecher von denen zu trinken bekommen haben. Also das müssen dann schon so 400.000, 500.000 Liter gewesen sein. Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Oder gehörst du auch zu der Art Menschen, so diese Theologen, nicht mit ihren Milchmädchen-Exegesen, und sagen, ja, das ist ja nur ein Mythos, diese Geschichte, nicht? Und der Stab, ja, das war eine Wünschelrute, nicht? Und dann ist eben Mose so achtmal um den Felsen gelaufen und irgendwo hat er eine verborgene Quelle entdeckt und über die kam er dann zu so einem Flussbett und sonst irgendwas, solche Sachen, Erklärungen. Nein, 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 die Bibel spricht nichts davon, dass das eine Wünschelrute war oder irgendwelche verborgenen Quellen, sondern da war erst Stein und dann wurde daraus Wasser. Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Hast du Zweifel daran? Wenn du Zweifel daran hast, dann ist der Widersacher an dir dran. Und dann muss ich dir leider sagen, dann hast du ein Problem mit deiner Heiligung. Das wirst du selber auch feststellen. Und dann musst du gegen diesen Zweifel angehen. Das ist ganz entscheidend, dass das, was die Schrift uns sagt, dass das, was Gott sagt, dass wir das ganz, ganz nüchtern glauben. Wie die kleinen Kinder, wie so ein Vierjähriger. Und wenn wir das tun, hat Heiligung eine Chance. Wenn wir da schon unsere Zweifel haben, kommen wir nicht weiter in der Heiligung. Dann werden wir die Allmacht Gottes in unserem Leben nicht erfahren und spüren. Und das ist das Hauptproblem, gerade heute hier, gerade in diesem westlichen gebildeten Abendland halt, nicht? Dass wir so viele Zweifel haben. Ich sage euch das ganz ehrlich auch hier, nicht, dass ihr denkt so nach dem Motto, hier steht unser großer Pastor Latzel, der ist ja über allem halt nicht und wir sind so klein. Ich zweifle auch häufig. Und ich weiß, dass ich daran muss. Da werde ich angesprochen wie der große Mose. Ich bin nur ein kleiner, kleiner Pastor. Der große Mose hat auch gezweifelt. Ich zweifle manchmal auch und ich muss mich da aufhelfen lassen. Ich muss da angehen, damit meine Heiligung weiterkommt. Das ist ein Punkt, wie dieser Mann in Markus 9, der da schreibt, ich glaube, hilf meinem Unglauben halt nicht. Aber wichtig ist Gott, dass Gott uns da demaskiert und nicht, dass wir sagen, ja, in unserem Glauben ist alles in Ordnung. Ist so nach dem Motto, ja, so ein paar Sachen, die nehme ich aus. Nein, es ist nicht in Ordnung, wenn wir daran zweifeln. Und da müssen wir aktiv gegengehen halt nicht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben halt. Das ist ganz wichtig. Das ist mein Gebet, das sage ich euch so. Und wenn ihr da Probleme habt, wenn ihr selbst feststellt, ich glaube das nicht, dass dieser Felsen da das Wasser hervorgebracht hat, dann nimm das zum Gebet. Bete das die ganze nächste Woche, 5, 6, 7 Mal am Tag halt, ganz intensiv. Herr, hilf du meinem Unglauben halt nicht. Wir werden mit dem Unglauben, mit den listigen Angriffen des Widersachers nicht fertig. Da müssen wir uns gar nichts vorkommen. Sondern Heiligung geschieht dadurch, dass wir uns als gefallene Menschen vor den Heiland schmeißen halt nicht. Aber da, wo wir feststellen, dass Zweifel sind, und das werden wir ja können halt nicht, da müssen wir aktiv werden. Ich habe es am Mittwoch schon mal gesagt, dieses Lutherwort halt nicht, dass die Vögel um unser Haupt kreisen, da können wir nichts zu. Aber wenn die anfangen, Nester zu bauen, dann müssen wir aktiv werden, bitte. Und das müsst ihr machen, wenn ihr zweifelt halt nicht. Und da könnt ihr die ganze Bibel durchgehen, auch hier beim Volk Israel. Wie ist das denn gewesen mit der Speisung des Volkes in der Wüste halt nicht? Mit dem Manna nicht? War das wirklich nur irgendwie so ein Wurzelsekret, was irgendwie so eine kleine Exodusgruppe gekriegt hat? Oder war das tatsächlich so, dass jeden Tag Gott es hat fallen lassen vom Himmel? Und ich sage es immer wieder, wie ist es mit der Schöpfung der Welt? 7 Tage? 7 mal 24 Stunden? Ja oder nein? Hat Gott das drauf? Ja oder nein? Ja, aber, weißt du genau, wer an dir dran ist? Die Schrift sagt das ganz genau. Ich kann es nicht erklären, aber daran glaube ich wie ein kleines Kind. Und da muss Gott mich immer wieder drin führen und festhalten halt, nicht? Wir bekennen es ja auch, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn dieser Gott, ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, wie riesig das Weltall ist, was wir kennen, wenn er das gemacht hat, glaubt mir bitte eins, dann kann der in 7 mal 24 Stunden diese ganze Welt machen. Und dann kann der eben auch mit so einem Stock auf den Felsen schlagen und dann kommt da Wasser raus. Das ist gar kein Thema. Wenn wir daran zweifeln, behindern wir unsere Heiligung. Übrigens, an dieser Stelle wird immer wieder Bezug genommen, halt nicht auch Psalm 114 heißt es, der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich. Eine tolle Stelle, da habe ich schon mal drüber hier gepredigt. Der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich. Das ist der Bibel so wichtig, dass das der Herr sagt, genau so ist das. So bin ich, das kann ich tun. Wisst ihr, wenn Gott das beim Volk Israel tun konnte, was kann der in unserem Leben tun, wenn wir ihm glauben und vertrauen und nicht zweifeln? Viertens, Heiligung wird durch den Ungehorsam gegenüber Gottes Wort verhindert.
Das ist Mose auch noch. Nicht nur, dass er nicht geglaubt hat, dass er gezweifelt hat, dass er sich an den Menschen ausgerichtet hat, der ist auch noch ungehorsam. Der kriegt einen ganz klaren Auftrag. Der kriegt den Auftrag und sagt, sprich mit dem Felsen. Und was macht er? Der hat so sein eigenes Programm. Der nimmt seinen Stab und schlägt zweimal drauf. Zur Not auch nochmal zweimal. Also das hat schon einmal geklappt mit dem Stab halt, nicht? Also in 2. Mose 17, da war es tatsächlich der Stab. Da hat Mose Gott gesagt, nimm den Stab und schlag drauf. Und jetzt hat er so sein eigenes Programm, wie vermeintlich das Volk geleitet werden muss, nicht? Und dann geht er hin, erstmal da eingeschränkt, hat gesagt, könnte auch nicht klappen, nicht? Vielleicht wird es ja klappen. Und dann tut er nicht das, was Gott sagt halt, nicht? Spricht nicht mit Felsen, sondern macht irgendwie so eine Hokuspokus-Geste wieder halt, nicht? Und am besten noch zweimal, doppelt gemoppelt, nicht doppelt genäht, hält besser halt, nicht? Nicht nur einmal, nicht? Damit Gott auch, schlägt er zweimal, nicht? Spricht die Bibel genauso an. Aber das war nicht der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Der Auftrag war ein anderer. Der Auftrag hieß, sprich mit dem Felsen und dann kommt das Wasser. Der spricht mit dem Volk und schlägt mit dem Stab. Und das noch zweimal. Also ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Dass Gott sich dann selber vor denen stellt, das ist dann reine Gnade. Und dass er den Führer des Volkes Gottes da nicht total bloßstellt, halt nicht reine Gnade. Aber es ist der Ungehorsam halt nicht, dass er nicht geglaubt hat, nicht, sondern dass es er es auf seine Weise gemacht hat. Das war ja nicht schlecht gemeint unter Umständen halt nicht, aber gut gemeint im Reich Gottes ist nicht gut gemacht. Das ist auch heutzutage häufig so. Nicht? Wenn auch in gläubigen Gemeinden dann Pastoren, Kirchenvorstände versuchen, so mit eigener Kraft Reich Gottes zu bauen. Wie kriegen wir denn 20 Leute mehr in unsere Reihen? Wie schaffen wir denn, dass Erweckung ist? Was machen wir denn halt? Nicht? Und so hat es schon mal vor Zeiten geklappt. Das machen wir jetzt auch nochmal. Fragen nicht Gott, was der sagt. Der hat vielleicht ein ganz anderes Programm halt nicht. Dann verhindern wir Heiligung. Selbst wenn da ein paar Leute kommen, das ist nicht Heiligung. Wir sollen immer wieder Gott fragen, was willst du denn? Was ist dran? Und Gott gibt dann Bestätigung oder sagt ganz klar Dinge oder verhindert auch Sachen. Da habe ich schon häufig darüber gesprochen, allein was wir in den letzten 7,5 Jahren hier in der Gemeinde erlebt haben, nicht? Wie Gott Dinge zugemacht hat, wo wir gedacht haben als Kirchenvorstand, Kindergarten, das ist ein super Programm. Aber das haben wir dann mal als Kirchenvorstand wirklich gut hingekriegt, dass wir gesagt haben, Herr, wenn das nicht sein soll mit dem Kindergarten, mach die Türen zu. Und auf einmal wurden Türen zugemacht, kein Kindergarten, warum auch immer. Ja, aber bei anderen Gemeinden und mit der Jugend, nein, hat Gott gesagt, ist nicht halt nicht. Gott hat einen eigenen Weg, das müssen wir machen, darauf müssen wir gucken. Nicht was wir denken, was richtig ist, und das kann noch so christlich, so evangelikal und bibeltreu sein. Was sagt Gott? Was sagt Gott halt für diesen Moment? Was soll ich tun halt nicht? Und dem wirklich 100% gehorsam sein. Wo das in der Bibel nicht geschieht, da wird nicht nur Heiligung verhindert, sondern die Leute werden bestraft, wie auch hier nicht. Mose darf nicht ins gelobte Land. Aaron, seine Söhne, einige Kapitel zuvor halt nicht, die haben alles richtig gemacht nicht. Das sind ganz besondere Männer, die werden für den Priesterdienst ausgesondert halt nicht. Und sie haben alles richtig gemacht, haben ihre Gewänder an, haben die richtigen Dinge. Aber sie gehen in den Tempel und bringen mal ein Feuer, also bringen ein Opfer, was Gott nicht angeordnet hatte. Machen was anderes. Und da fährt Gott vom Himmel und verzehrt sie, tötet sie, alle beide. Sie haben Dinge getan, die sie nicht tun sollten. Saul, nicht? Der kriegt den Auftrag, vollstreckt den Bann an denen. Alle umbringen. Ne? Die haben Krieg gewonnen, nicht? Da sollen sie alle umbringen von diesem Volk, nicht? Macht er nicht. Lässt das Vieh leben, die Frauen, die Kinder. So human halt, nicht? Und so verständlich. Dann sagt Gott, du wirst nicht mehr länger König sein. Du hast mir nicht gehorcht. An einer anderen Stelle vollzieht er mal eine Opferhandlung, die er nicht tun soll. Die muss Samuel machen, weil er Angst hat, weil die Philister vorrücken halt nicht. Auch da wieder die Verwerfung. Saul wird zweimal als König verworfen. Beide Male, weil er dem Wort Gottes Gehorsam nicht gegeben hat. Nicht ganz direkt. Ich habe letzte Woche eine tolle Auslegung über Abraham gehört. Nicht? Zieh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft weg, sagt Gott ihm. Nicht? Auch da ist Abraham zu Anbeginn ungehorsam. Der zieht zwar aus dem Vaterland raus, aber nimmt seinen Vater und nimmt seinen Onkel mit. Seinen Neffen mit, nicht? Und mit dem Lot kriegt er hinterher Riesenprobleme, auch mit seinem Vater. Der kann erst ins gelobte Land ziehen, als in Haran im Terach gestorben ist halt, nicht? Auch da, nicht hundertprozentige Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, pompen sofort ist alles blockiert halt, nicht? Das ist ganz wichtig, dass wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Und zwar genau 100%, wo steht das, was wir verstehen, umsetzen. Nicht sagen, ja, Gott hat so gesagt, aber ich feile nochmal so ein bisschen. Und hier passe ich dann auch meinen Lebensverhältnissen das mal an. Und hier hat eben Gott keine Ahnung, dass wir im 21. Jahrhundert sind. Die Texte sind ja 3000 Jahre alt und all diese Dinge, die dann kommen halt nicht. Nein, das, was Gott sagt, das, was wir verstehen, genau so umsetzen und dem Wort Gottes gehorsam. Das war Mose nicht. Mose war nicht gehorsam. Statt mit dem Felsen zu sprechen, fängt er an, da Hokuspokus zu machen. Übrigens auch nochmal ein tiefes protestantisches Bild halt, nicht? Geschehen tut das Wunder durch das Wort,
nicht durch irgendwelche Hokuspokus-Maschinerien halt, nicht durch das Wort. Und er wendet sich ab vom Wort und da will er lieber doch wieder so das Altbewährte, nicht was schon mal funktioniert hat, nehmen, nicht so die Tradition und damit muss es jetzt auf einmal funktionieren halt, nicht. Er war ungehorsam und deshalb wird seine Heiligung verhindert. Und ein fünftes und letztes, wie Heiligung vor Gott verhindert wird. Heiligung wird durch das Mitgehen falscher Wege verhindert. Also einmal, das habe ich schon zu Beginn gesagt, Mose und Aaron machen sich diese Sache des murrenden Volkes zu eigen. Ja? Anstatt sich direkt vors Volk zu stellen und denen zu sagen, passt mal auf hier, hier machen wir nicht mehr mit. Und möge Gott euch vernichten über euer Murren. Wir haben auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze von euch voll, wir gehen, macht ihr, was ihr wollt. Halt, nicht? Was an anderer Stelle Mose getan hat, nicht? Nein, da lassen sie sich von denen instrumentalisieren. Vielleicht haben sie noch anders gedacht, aber so der Druck der Masse, nicht? Der war zu groß. Was wird wohl die Zeitung schreiben halt, nicht? Was werden die Medien berichten halt, nicht? Mose ist doch vielleicht besser, dass wir da hingehen, sagt Aaron vielleicht, nicht? Also, die machen sich das gemein. Die gehen diesen falschen Weg mit, anstatt direkt zu sagen, nein. Wir haben es eben gehört, war die erste Lesung, 2. Korinther 6 halt, nicht? Zieht nicht mit den Ungläubigen am fremden Joch. Bringt nichts. Und die ziehen hier mit den Ungläubigen, mit denen, die murren, an diesem Joch. Das darf nicht sein. Und auch Aaron, nicht? Also Aaron ist ja so ein bisschen, ich sag mal, die passive Rolle halt, nicht? Also in Hollywood würde der maximal einen Oscar für die beste Nebenrolle bekommen in dieser Geschichte hier, nicht? Also der ist nicht der Hauptdarsteller, das ist ja Mose, der spricht, nicht? Aber Aaron geht mit, wir hören nichts davon, dass der protestiert. Er ist schließlich der Priester, der Theologe von beiden, nicht? Der müsste eigentlich mal sagen, Mose, stopp hier, nicht? Also das ist nicht in Ordnung. Nee, der macht auch noch mit, nicht? Und weil er mit seinem Bruder mitgeht, empfängt er auch dasselbe Urteil wie sein Bruder, nicht? Mitgegangen, mitgehangen, nicht? Das ist so. Ich habe mal in der Schule einem Mitschüler meine Mathehausaufgaben gegeben. Die hat er dann, ich weiß nicht, Erdkunde, Englischunterricht abgeschrieben. Und da hat der Lehrer den erwischt und hat das unserem Mathelehrer gegeben. Das war ein knallharter Hund. Ich sage auch, wie der hieß. Der hieß Willi Kämmerling, längst schon tot, kam immer im Anzug und hat immer so einen Sheriffstern drauf gehabt. Knallharter Typ. Und dann kam der mit dem Heft, meinem Mitschüler schmiss er das hin. Der musste die Hausaufgaben zweimal machen. Und bei mir hatte er durchs Heft geschrieben, mit roter Tinte halt, nicht, der Hehler ist wie der Stehler. So. Da musste ich das 100-mal drunter schreiben, der Hehler ist wie der Stehler und die Hausaufgaben 4-mal machen, nicht? 4-mal machen, das war dann so, dann hat er gesagt, und merk dir das ein für alle Mal fürs Leben halt, red dich bloß nicht raus, dass der andere ist. Du bist mitschuld und das musst du verstehen. In dem Moment war ich stinkesauer, aber ich bin dankbar für diese Lektion, die ich da von meinem Mathelehrer gelernt habe, denn das ist auch geistlich richtig, so nach dem Motto, ja, da ist noch ein anderer, der hat viel, viel mehr Schuld halt, nicht? Der hat ja 75% der Sachen zu verantworten und ich bin nur derjenige, der so 25% mitgegangen ist, nicht? Das zählt bei Gott nicht. Aaron wird hier voll in die Haftung mit hineingenommen halt, nicht? Mitgegangen, mitgehangen halt, nicht? Du hast mitgemacht halt, also wirst du genauso verurteilt wie eben Mose. Du kommst auch nicht ins gelobte Land. Du hast nicht geglaubt, du hast mich nicht geheiligt halt, nicht? Das Mitgehen falscher Wege halt, nicht? Verhindert die Heiligung. Und da möchte ich euch auch Mut machen, die falschen Wege zu verlassen, wenn ihr merkt, in eurem Kegelclub, in eurer Nachbarschaft, in eurer Familie, da werden Wege eingeschlagen, die sind nicht in Ordnung, verlassen. Wenn da auf einmal Kaffee trinken kommt hier, so nach dem Motto, ihr habt eingeladen, da bringt euch einer zum Geburtstag, was weiß ich, so eine Buddha-Statue mit halt, nicht? Oder es kommt einer hin und sagt und lädt euch ein zu irgendwelchen Dingen halt, nicht, die nicht vereinbar sind mit dem Wort Gottes, so einer homosexuellen Trauung, sonst irgendwas. So hart das dann ist, Schnitte machen. Da kann man nicht mitgehen. Man macht sich mitschuldig, wenn man diese Dinge mitgeht. Und das wird von uns verlangt. Wir haben das eben gelesen, nicht nur im Alten Testament, gerade auch im Neuen Testament halt nicht. Geht nicht die falschen Wege mit. Wo ihr genau merkt, nicht was euch jetzt Pastor Latzel vorschreibt, sondern wo ihr genau merkt, das Wort Gottes sagt euch, das ist nicht in Ordnung, das stimmt nicht. Da geht nicht mit, sondern dann verhindert ihr eure Heiligung. Geht da den Weg unseres Heilandes und Herrn Gottes und vertraut auf ihn und nicht auf das, was die Gesellschaft von euch möchte. Heiligung wird durch das Mitgehen falscher Wege verhindert. 5 Punkte, durch die Heiligung verhindert wird. Einmal durch die Orientierung am Irdischen, zweitens an der Ausrichtung des Dienstes am Menschen, drittens am Zweifel am Wort Gottes, viertens am Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes und fünftens durch das Mitgehen falscher Wege. Das war jetzt nur nicht die ganz große auferbauende, seelsorgerliche, freudige Predigt, das weiß ich. Aber es war eine Predigt über ein wichtiges Wort Gottes, das euch deutlich machen sollte, wo Schwierigkeiten sind. Wo Schwierigkeiten sind, die euch in der Heiligung behindern. Und bitte versteht es so, damit ihr ein Stück weit geschärfter in die nächsten Wochen hineingeht und merkt, wo sind denn diese Dinge, die mich auch behindern können halt, nicht? Dass ihr die dann erkennen könnt und davon lasst, auf dass ihr in eurer Heiligung gegenüber Gott weiterkommt. Jagt ihr der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Amen.
Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.